Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video möchte ich euch gerne zeigen, wie ich diesen Farbboomer gearbeitet habe. Und ja, das ist passend dazu zum letzten Video, wo ich euch gezeigt habe, wie ich die Blüte gearbeitet habe. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir auch schon mit dem Video. So, ich habe jetzt meinen Nagel erstmal grundiert mit dem Farbton Neutral oder Neutral oder ne, von einem Painting Gel von online hat. Trage ich auch gerade auf meinen Händen. Und dann nehmen wir uns das Romantic Blue, auch im Painting Gel. Ihr könnt natürlich auch jedes x-beliebige Gel nehmen. Es ist sogar meistens ein bisschen einfacher als ein Painting Gel, weil die sind sehr hochpigmentiert. Und da einen guten Übergang hinzubekommen, ist etwas schwieriger. Aber das schaffen wir auch noch. Nehme ich mir einen Full-Cover-Pinsel und trage mir das Blau schon mal auf. Also ihr müsst es nicht grundieren, ich mach's, weil nachher der Übergang hier sonst vielleicht zu wenig Gel ist oder zu wenig deckendes Gel ist, dass das vielleicht da Licht durchscheint und das mag ich persönlich nicht. Jedem das seine, ne? Aber ich persönlich mag es nicht. Dann drehen wir die Hand mal wieder um. Nehmen uns den gezausten Pinsel hier. Hoffentlich kommt mein neuer bald. Und ziehen das, na so, ziehen das leicht nach hinten. Ja, und das lasse ich jetzt aushärten. So, ich weiß jetzt nicht, wo es weiter aufgenommen hat. Ich habe jetzt Make-up-Gel genommen, habe es hinten verteilt, habe mich mit dem Fächerpinsel hier, sage ich mal, das Gel bis zum Blau gezogen, auch ein bisschen übers Blau. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade auf Aufnahme gedrückt hatte oder nicht, oder ob mein Handy einfach gesponnen hat. Deswegen zeige ich euch nochmal, ziehe ich das nach vorne und mache das mit so tupfenden Bewegungen zu einem Übergang. Am besten alles ohne Fussel. Aber ne, ich bin die Fussel-Queen. Ich kann nicht ohne meine Fussel. So. Und das wird jetzt nochmal ausgehärtet. So, dann nehmen wir uns ein eingefärbtes Gel, nur also ein. Ihr seht das ja, dass es den Übergang halt weicher macht. Nehmen wir uns hier ein bisschen was auf. Und biegen uns die Hand wieder zurecht und verteilen das auf dem ganzen Nagel. So, und das kommt jetzt auch wieder in die Lampe zum Aushärten. So, das ist jetzt ausgehärtet. Jetzt werde ich es einmal abcleanern. Und dann nochmal schön die Oberfläche befeilen, dass man das alles wirklich schön gerade hat. So, Finger wieder weg. Versuche mal den Rand hier noch zu retten, dass das Plastik da mal so ein bisschen weggeht. Dann wird das einmal gecleanert. Dann könnt ihr schon den schönen Farbverlauf sehen. Versiegeln wir das einmal. Wieder ohne Fussel versuchen. Ich weiß auch nicht, wo die ganzen Fussel herkommen. Ich ziehe ja schon keine schwarzen T-Shirts mehr an, weil es ja meistens schwarze Fussel sind. Ich ziehe keine schwarzen T-Shirts mehr an, keine schwarzen Hosen. Aber irgendwie ziehe ich die wohl magisch an. So, das lassen wir jetzt einmal aushärten. Und ja, dann zeige ich euch das gleich nochmal.
Schauen, jetzt sieht es nochmal ausgehärtet. Und so ein Colorbomber ist halt, finde ich, für die Frühlingszeit richtig schön. Ihr könnt es mit allen x-beliebigen Farben machen, wie ihr wollt. Und hier, ich hoffe, ich konnte euch zeigen, dass es wirklich einfach ist. Das ist wie bei meinem Farbverlauf-Video. Ich zeige euch das hier oben. Ja, da könnt ihr es mit jeder x-beliebigen Farbe machen. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, Mittag, Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.